Glamouröse Abendgarderoben, kostbare Diamanten, Waffen in allen Ausführungen. Eine Ausstellung in London nimmt den Stil von James Bond unter die Lupe, wie er seit nunmehr 50 Jahren auf der Kinoleinwand zu sehen ist. 400 Bond-Devotionalien sind bei der Schau im Barbican Center in der britischen Hauptstadt zu sehen. Einige davon sind Nachbildungen, andere Originale aus den Kinofilmen. Kuratorin Lindy Hemming, die bereits einen Oscar für ihre Arbeit als Kostümbildnerin bekommen hat, tat sich oft schwer mit der Auswahl der Ausstellungsstücke. Zu Beginn der Schau sehen Sie Nachbildungen von Objekten aus den frühen Filmen. Wir haben aber auch eine große Auswahl an Originalrequisiten, so ab 1980. Nun ja, natürlich mussten wir uns nach dem Platzangebot hier richten, also immer wieder diskutieren, was wir zeigen und was nicht. Unter den Kultobjekten ist Bonds Aston Martin aus dem Goldfinger-Film, der 1964 in die Kinos kam. Er wurde berühmt durch eine wilde Verfolgungsjagd in den Alpen. Außerdem sind Kostüme, Storyboards und Filmausschnitte zu sehen. Vieles hat sich verändert seit dem ersten Bond-Film im Jahr 1962. Andere Elemente sind über die Jahrzehnte gleich geblieben, wie der geschüttelte Martini, die schnellen Autos und die Bond-Girls. Kuratorin Lindy Hemming hat auch schon eine Ahnung, wohin die Reise in Zukunft geht. Die ganzen Bösewichte aus den 007-Filmen kennt inzwischen doch jeder. Die nächsten Teile könnten sich um illegalen Waffenhandel drehen oder um neue wissenschaftliche Entwicklungen oder die Finanzwelt. Das müsste so die Richtung sein, in die die Filme gehen könnten. Der extravagante Stil des berühmtesten Agenten der Welt ist noch bis Anfang September in London zu bewundern. Am Ende der Ausstellung gibt es sogar eine Martini-Bar. Danach geht die Schau auf Reisen, zunächst einmal nach Toronto.